Weihnachtslotterie Egordur macht halbes Dorf reich. Insgesamt wurden 2,4 Milliarden Euro ausgeschüttet. Madrid minus bei Spaniens Weihnachtslotterie Egordur, die Dicke, hat eine Runde von Kneipengästen 220 Millionen Euro angeräumt. Die Bar Cascudo steht in der kleinen Gemeinde Villalba im Nordwesten der Iberischen Halbinsel. In der gesamten 15.000-Einwohnergemeinde der Region Galicien belief sich der Gesamtgewinn nach Angaben der staatlichen Lotteriegesellschaft LA auf 520 Millionen Euro, so viel wie nirgendwo sonst in Spanien. Das traditionsreiche Glücksspiel verteilte im ganzen Land am Freitag knapp 2,4 Milliarden Euro. Heute wird hierdurch gefeiert, schrien in Villalba gestandene Landwirte und LKW-Fahrer, die zum Teil auch vor laufender TV-Kamera die Tränen nicht unterdrücken konnten. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld das ist, sagte Barbesitzerin und Losverkäuferin Pilar. Auch sie habe etwas abbekommen, räumte sie ein. Die Gewinner, die sich mit anderen Glückspilzen in anderen Gegenden den fetten Hauptgewinn der Weihnachts-Megalotterie teilen dürfen, seien alles arbeitende Menschen, die zum Teil sehr wenig Geld hätten. Tausende Lose wurden im Vorfeld verkauft.